Also, als ich hierher kam, war ich am besten entfremdet sozusagen, weil ich zuerst alles lernen musste. Technik, Automaten, in der U-Bahn fahren, selbst Tickets kaufen und mich wirklich mit der Sprache auseinandersetzen. Zu Hause konnte ich schon Deutsch sprechen, aber hier ist der Akzent anders, die Leute sprechen anders, schneller und man musste sich dran gewöhnen. Und das war eigentlich für mich auch irgendwie, weil das Wetter an dem Tag auch schön war, war ich ein bisschen geschockt zu sehen, wie die Leute sich angezogen haben, beziehungsweise Frauen, was nicht zu Hause ist. Vielen Dank. Ja, bei mir, also außer meine Frau, die mich nach Deutschland gebracht hat, war mir alles neu. Ich musste Deutschland kennenlernen vom Anfang an. Also die Sprache, die Menschen, die Lebensart, alles war für mich neu. Und ich habe es aber gerne gemacht, also mich auf die neue Situation eingelassen. Und ja, jetzt 30 Jahre später bin ich zufrieden. Und gab es etwas, was Sie besonders verwundert hat oder Ihnen gut oder schlecht vorkam? Schon die politische Situation von der Teilung in Deutschland hat mich sehr interessiert und auch sehr beeindruckt. Also dieser Bezug zur Geschichte und zur Politik, das war immer meine Stärke. Und ich habe tatsächlich auch die Problematik vertieft. Ja. Also ich habe mich mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt, mit der DDR, mit der BRD. Also mit dieser ganzen Geschichte habe ich mich auseinandergesetzt und viel gelernt. Ja. Viel verstanden, weil es keine Frage war. Ne. Die Fragen sind auch hier teilweise entstanden. Also ich kam ohne Fragen. War für mich alles neu. Die Fragen kamen auch. Als ich mich mit der Wirklichkeit konfrontiert habe. Ich danke Ihnen, Herr Nunes. Bitte schön. Sehr herzlich. Tschüss. Also, tschüss. Ja.